Ja, mein Name ist Seven Heck. Ich bin von der Firma Innotec Abfallmanagement und vertrete die Firma bundesweit als Vertriebsleiter. Das heißt, Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt wo? In der Wohnungswirtschaft, Schwerpunkt Geschosswohnungsbau. Wir betreuen bundesweit mittlerweile rund 650.000 Haushalte mit 14 Niederlassungen und betreuen dahingehend weitestgehend ja, die Wohnungswirtschaft. Warum sind Sie denn heute hier auf dem Deutschen Immobilientag? Ja, viele Kunden kommen hier aus dem Bereich des IVDs, gerade die Großverwalter, die tätig sind, suchen unsere Hilfe bei der Bewirtschaftung ihrer Standplätze, weil es darum geht, die Betriebskosten so gering wie möglich zu halten. Der Tag heute steht ja unter dem Motto der Ausblick in die nächsten 10 Jahre, der Immobilienmarkt im neuen Jahrzehnt. Wie sehen Sie ihn denn? Wie sehen Sie Ihre Aussichten für die Zukunft? Ja, die Zukunft sieht natürlich immer gut aus. Ich bin ja immer positiv gestimmt. Wir bieten dahingehend mit der verursachergerechten Erfassung von Müllkosten die Möglichkeit, auch da in ein Zukunftssegment zu investieren. Nicht nur technisch, sondern auch halt abrechnungsrelevante Dinge sind da ganz entscheidend, weil sie die Möglichkeit haben, mit solchen Systemen die Kosten zuzuordnen, was bis dato nicht möglich war über eine Quadratmeterumlage. Und mit unserem System können Sie tatsächlich sagen, wer hat wie viel verursacht, wer muss wie viel zahlen. Dankeschön.